Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Auenbach. Heute schaffen wir es, denke ich mal, dass wir das Strohentnehmer vom Feld holen. Also Ballen draus machen. Ja, gestern haben wir das Gras noch eingefahren. Die Wiese ist quasi leer. Und jetzt können wir nämlich anfangen, die Ballen zu machen. Wird auch langsam Zeit, denn der Meier hat angerufen. Unser neuer Flug ist da. Und den sollten wir dann, denke ich mal, bei Zeiten auch abholen. Ich habe gesagt, ich komme dann mit dem alten vorbei, sobald ich den neuen brauche. Dementsprechend müssen wir jetzt eben hier die Ballen machen. Dann fahren wir mit dem MB-Truck rüber zu dem Herrn Meier. Mal gucken, entweder heute oder morgen. Ich weiß noch nicht genau, wie schnell wir jetzt sind. Wir haben ja zwei Felder mit Ballen. Ja, da ist noch was drin. Siehst du? Oh. Verdammt. Ich glaube, das fing jetzt gerade schon mal richtig gut an. Ja, fing es. Und jetzt rollt er auf die Straße, oder? Bleib liegen. Ja, okay. So gut wie. Ja, wenn man einmal nicht drauf achtet, ne? Kommt auf jeden Fall einiges zusammen. Ah, es war echt mal wieder typisch, ne? Na komm, die Bahn schaffst du nicht? Ne, schafft er tatsächlich nicht. Wir haben ja immer noch den automatischen Auswurf an. Dementsprechend müssen wir nur kurz bremsen, dass er ihn auch rausschmeißt. Es ist ja nun mal keine Quaderballenpresse, ne? Die schmeißt das Zeug ja wenigstens, sag ich mal, von sich aus raus. Und sammelt weiter, weil die ja die Vorpresskammer hat. Der hier hat ja keine Vorpresskammer. Haben schon drei Ballen auf dem ersten Stück gemacht. Okay. Sollen wir uns überlegen, doch nicht alle Ballen einzusammeln, oder? Oder nicht alles als Ballen zu machen? Und vielleicht einen Teil verkaufen? Schauen wir mal. Achso, auf jeden Fall, was den Flug angeht. Genau, da waren wir vorhin stehen geblieben. Es ist ein anderer geworden als angedacht. Zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Ich habe nämlich noch einen wunderschönen Flug gefunden. Der mir persönlich besser gefällt. Braucht auch 180 PS, also für den MB-Truck noch vollkommen ausreichend. Hat allerdings einen Meter mehr Flugbreite. Und, ich will nicht zu viel verraten. Zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Deswegen sage ich ja, vielleicht kriegen wir, wir müssen ja die Ballen hier auch noch vom Feld holen. Das kriegen wir heute definitiv nicht hin. Na, wir sind jetzt erstmal Ballen pressen, das schaffen wir nicht. Ich glaube, Feld 5 holen wir einfach das Strom im Ladewagen runter und verkaufen das direkt an die Scheune, beziehungsweise packen sie in die Scheune. Das wären sonst zu viele Strohballen, so viel brauchen wir, glaube ich, gar nicht.
Na, mal schauen. Erstmal machen wir jetzt auf jeden Fall hier die Strohballen fertig. Aber auf der anderen Seite, je mehr Strohballen wir haben, desto weniger müssen wir es beim nächsten Mal machen, ne? Können wir beim nächsten Mal gleich verkaufen, den... Das Stroh? Den Stroh. Wäre sonst auch noch eine Überlegung. Ich hoffe ja immer noch auf meine Class Quadrant Presse, also die große Quaderpresse da, die alte von Class. Jetzt habe ich ja nur eine, die Ballen nicht auswirft. Was ein bisschen doof ist. Aber ich habe gesehen, es gibt wohl schon eine, da kommst du aber so nicht ran. Da muss ich nochmal gucken, wo es die gibt. Weil das ist immer noch eine für mich eine der besten Pressen. Von der Animation her und sieht auch gut aus. Und Quaderballen lassen sich ein bisschen besser transportieren als Rundballen. Wobei, wir werden es ja sehen, wie es diesmal läuft, ne? Wir müssen ja wieder die Rundballen aufsammeln. Diesmal machen wir das mit dem Fendt. Sonst haben wir das immer mit, beim letzten Mal haben wir das mit dem MB-Truck gemacht. Haben wir das mit dem MB-Truck gemacht? Doch, haben wir. Diesmal machen wir es auf jeden Fall mit dem Fendt. Ah, also wir machen das andere Feld auch noch Ballen. Ich weiß zwar nicht, ob ich genug Platz habe am Hof. Doch, ich glaube schon. Also da, wo zumindest da, wo die Ballen lagern sollen. Doch, ich glaube, da können wir recht hoch stapeln. So, die Frage ist bloß, ob meine Traktoren da oben ankommen. Na, mal gucken. Ich glaube, 4 Ballen übereinander schaffen sie. Und wenn nicht, die Ballen kann ich immer noch verkaufen. Also von daher, die bringen ja auch Kohle. Machen wir so. Das heißt, wir fahren gleich nochmal eben über Feld 5. Dann da auch schnell die Ballen. Geht ja recht fix. Hier vorne lag da nicht noch irgendwo Stroh? Neben der Bahn quasi? Nö. Nö. Okay. Sehr schön. Das wäre schon mal Feld 1. Fahren wir mal schnell durch hier zu Feld 5. Ach, hier haben wir ja, genau. Quergeschwadert haben wir hier. Jetzt den Weg habe ich auch noch nicht aufgeschüttet hier. Na, noch so viele Schlaglöcher drin. Gerade dieser Felsen hier. Hier ist auch noch einer. Ja, mittlerweile die großen Brocken freigelegt. Eieieiei. Ja, wie gesagt, gibt heute halt viel Ballen, aber gut. Dafür kann ich euch jetzt schon mal zusichern,
sich wahrscheinlich, ja, ich hole die Ballen so runter. Offscreen. Das habt ihr ja nun schon zum Erbrechen gesehen. So dass ich euch morgen den neuen Flug präsentieren kann. Ja, das ist eine gute Idee. So machen wir's. Es sei denn. Es sei denn, ihr schreibt mir heute Abend rein. Nein, ich möchte unbedingt sehen, wie du die Ballen vom Feld holst. Dann zeige ich euch morgen zuerst die Ballen. Aber ich glaube nicht, dass ihr das jetzt unbedingt nochmal sehen wollt. Wir haben es ja schon einmal gemacht. Zumal wir locker eine Folge bräuchten, bis wir alle Ballen vom Feld haben. Kann ich euch jetzt auch schon sagen. Oh, jetzt fahren wir in den Busch. Keiner gesehen. Aber wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann hole ich für euch auch die Ballen runter mit euch. Das ist überhaupt kein Thema. Ansonsten gibt es morgen den neuen Flug, definitiv. Und dann müssen wir langsam mal zusehen, dass wir wieder ein bisschen an Kohle kommen. Ich weiß, wir haben oben genug, wenn man so die Menge sieht. Aber aktuell geben wir die ganze Zeit nur aus. Müssen wir mal zusehen, dass wir ein bisschen was an Ernte reinbekommen. Beziehungsweise auch mal Gewinn machen. Ja, es gibt ja noch ein paar Felder, die wir uns kaufen können. Zumal Zuckerrüben, Kartoffeln können wir auch noch aussehen. Die ganzen Erntemaschinen dazu, die mieten wir dann aber immer. Also ich stelle mir hier keinen Kartoffelroder oder Rübenroder oder sonst was auf dem Hof. Das macht keinen Sinn. A, sind die Maschinen schweineteuer und B, wann braucht man sie denn mal wirklich? Einmal zum Ernten. Da kann man sich die auch mieten. Kann man den Lohner kommen lassen. Der freut sich auch. Stimmt, wir müssen auch noch die Kühe füttern. Fällt mir gerade auf. Kraftfutter ist ja fertig. Mensch, an die habe ich fast gar nicht mehr gedacht. Muss sowieso mal die Tierversorgung angucken. Vielleicht müssen wir erstmal. Nein, wir werden definitiv morgen erstmal flügen. Aber dann müssen wir auf jeden Fall mal nach den Tieren gucken. Oh, guck, wieder hier Peter vorbei, weißt du? Wieder Vernachlässigung der Tiere. Da muss ja auch nicht sein, ne? Ne, bei mir haben die Tiere es gut. Die stehen den ganzen Tag draußen. Kann sich keiner beschweren hier. Tiere irgendwie in den Stall gequetscht werden. Türen sind offen, können jederzeit rein, raus, je nachdem, wie sie wollen. Besser geht's gar nicht. Müssen wir auf jeden Fall noch schauen, wie wir das Rübenfeld machen. Ich möchte das eigentlich ein bisschen. Also nicht komplett, ich möchte ein bisschen freilassen, dann mal gucken, wie wir das hinbekommen. Vielleicht lassen wir einfach ein bisschen gegrubbert und ziehen einfach nur so ein paar Rübenbahnen da rein. Müssen wir mal schauen. Na, haben wir noch Gedanken, das dauert ja noch einen Moment. Wir machen erstmal Feld 1 fertig. Beziehungsweise flügen tun wir natürlich Feld 5 auch.
Nur wir kümmern uns dann erstmal um 1 und 2. Bevor wir uns dann hier in das Rübenfeld machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer schon mal mit Rüben zu tun hatte, in echt, wie die gepflanzt werden. Ich glaube, die wird nicht das ganze Feld voll gepflanzt. Ne? Ich meine, da bleibt irgendwie ein bisschen was am Rand offen. Quasi Bahn, sodass man immer mit dem Anhänger quasi daneben fahren kann. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wer es weiß. Also ich meine, das war zumindest so. Kann mich natürlich auch täuschen. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Na, siehst du, haben wir doch perfekt hier das ganze Stroh geschafft. Das ist doch gut. Wie gesagt, die Ballen hole ich gleich auf jeden Fall offscreen runter. Es sei denn, wie gesagt, es sei denn, ihr schreibt es in die Kommentare, ihr wollt es gerne sehen. Dann natürlich nicht. Dann zeige ich euch morgen nochmal die Ballenabholung. Aber schreibt es in die Kommentare, dann gehen wir da auf jeden Fall drauf ein. So, ich glaube, da gab es noch so zwei, drei kleine Hubbel auf jeder Seite. Die können wir vielleicht noch mitnehmen, wenn wir hier eh schon lang fahren. Yep. Einmal noch über die andere Seite. Dann hätten wir das auch. Schön. Dann sind die Ballen schon mal fertig. Sauber. Ich habe gar nicht mitgezählt, aber ich glaube, wir haben ordentlich. So. Aber das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Daumen hoch und einen Kommentar da lasst. Und schaut euch gerne auch die Videos von Larus auf dem Kanal an. Der macht echt richtig schöne Videos. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr euch dieses Video anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.